Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr unkompliziert eure Hupe wechseln könnt. Und zwar haben wir da folgendes Problem gehabt. Beim F30 und beim F31 war jeweils, nachdem wir uns die Fahrzeuge gekauft haben, die Tieftonhupe defekt. Das heißt, das Fahrzeug hat ganz merkwürdig gehupt, nämlich nur noch über die Hochtonseite. Die ist auf der Beifahrerseite verbaut und auf der Fahrerseite das Tieftonhorn hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Dafür lösen wir in der Rathausschale die ganzen Schrauben. Ihr könnt das auch machen mit dem Rad angebaut. Ich habe es aber jetzt abgebaut, damit ich euch das besser zeigen kann. Man kommt aber auch hin, wenn ihr das Rad komplett einschlagt nach rechts, dann könnt ihr auch die Schrauben lösen und die Rathausschale so weit zur Seite biegen, dass ihr an die Hupe hinseht. Wenn wir jetzt hier die Rathausschale lösen, dann sehen wir hier schon die Hupe. Das ist die Tieftonseite. Die ist mit einer Mutter an dem Halter befestigt. Hier sehen wir die neue Hupe. Und wir werden jetzt einfach die Mutter lösen. Also wir werden nicht den Halter tauschen, sondern nur quasi die Hupe selber. Wir lösen dafür oben die Mutter und tauschen das Ganze mal eben aus. Hier sieht man richtig den Dreck, wie da das Wasser reingelaufen ist, da an dem Halter. Und jetzt geben wir die neue Hupe dran. Die Mutter ziehen wir einfach handfest an, mit Gefühl. Und müssen jetzt nur noch den Stecker wieder anstecken. Das ist der, den ihr hier vorne gleich seht. Also wir stecken den Stecker wieder drauf, schauen, dass der verriegelt ist. Und jetzt können wir schon wieder alles zusammenbauen. Das war die ganze Arbeit, die Tieftonhupe zu ersetzen. Bei der Hochtonhupe auf der Beifahrerseite ist die Vorgehensweise 1 zu 1 gleich. Wir bauen das jetzt hier wieder zusammen, schrauben die Schrauben wieder rein und geben das Rad wieder drauf. Also falls ihr auch einen F30 oder F31 habt, schreibt mal in die Kommentare, ob bei euch auch schon mal die Tieftonseite ausgefallen ist. Würde mich interessieren, weil wir jetzt mittlerweile, ich glaube, 3 oder 4 Fahrzeuge hatten, auch im Bekanntenkreis, wo immer die Tieftonseite defekt war. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.